Liebe Bettburgerinnen, liebe Bettburger, heute ist der 28. Juli 2020. Hier kommt das tägliche Corona-Update. Die Zahl des Tages in Bettburg ist immer noch die 0. Wir haben nach wie vor keine Corona-Infektion in unserer Stadt. Die Landesregierung hat heute angekündigt, dass ab 17. August alle Kitas wieder in den Regelbetrieb gehen. Natürlich unter Corona-Regeln. Heißt mit besonderen Hygienekonzepten und so weiter und so weiter. Allerdings werden Sie, liebe Eltern, wieder die Möglichkeit haben, Ihre Kinder zu der vereinbarten Vertragslänge betreuen zu lassen. Heißt, wenn Sie beispielsweise 35 Stunden angemeldet haben, sind auch wieder 35 Stunden Betreuung möglich. Für die Kinder sicherlich eine gute Sache, dass sie wieder in einen ganz normalen Rhythmus reinkommen können. Für alle Beteiligten hoffentlich auch ein Konzept, was längerfristig funktioniert. Denn das Land hat auch gesagt, kommt es zu besonderen Situationen, Corona-Lagen vor Ort, wird man den Betrieb wieder einschränken. Es kann auch sein, das behält man sich selbstverständlich vor, nach den Erfahrungen aus dem Frühjahr, dass es auch nochmal zu landesweiten Einschränkungen kommen kann. Im Moment sieht es aber so aus, als könnten unsere Kitas wieder in den Regelbetrieb gehen ab dem 17. August. Lassen Sie uns doch hoffen, dass das so ist. Ja, heute gibt es da noch zwei kurze Videos von Dingen, die heute passiert sind, nämlich A, die Zukunftsagentur Rheinisches Revier hat uns besucht und B, da gab es eine Spendenübergabe oder besser gesagt gleich zwei. Und schaut euch das doch einfach mal an, worum es da genau geht. So, ich stehe jetzt hier auf dem Bettburger Schloss Parkplatz. Heute ist er leider nicht so gut besucht, da die Ferien anscheinend dafür sorgen, dass sie alle anders beschäftigt sind. Ich stehe hier am Stand der Zukunftsagentur Rheinisches Revier und die sind auf Reviertour, habe ich gestern angekündigt. Und hier kann man Ideen einbringen, wie der Strukturwandel in unserer Region eben laufen soll. Ein paar Bürger haben den Weg hierhin gefunden, haben schon Ideen dagelassen. Von der vertikalen Windkraft bis hin zu Verkehrs- und Fahrradprojekten, die vielleicht interessant sein könnten, kommt da einiges rein. Und ich glaube, das ist jetzt der spannende nächste Teil hier in der Beteiligung, dass der Strukturwandel eben nicht nur sozusagen von sogenannten Experten in Expertenpanels diskutiert wird, sondern dass die Bürgerschaft auch die Möglichkeit hat, sich eben vernünftig einzubringen und vielleicht auch mal ganz andere Ideen zu formulieren. Ich würde mich freuen, wenn viele von Ihnen in den nächsten Monaten immer mal wieder zu den Veranstaltungen kommen. Wir werden immer wieder darauf hinweisen, werden bestimmt auch als Stadt Bettburg mal eine eigene Veranstaltung zum Thema machen, wo wir Ihnen dann unsere beiden bisherigen Projekte, nämlich Wasserstoff im Windpark Königshofen und das Industrial Makerspace, ein bisschen näher bringen wollen. Wir stehen jetzt hier vor dem Rathaus in Kaster und ich habe gerade einen ganz tollen Termin hier gehabt. Wir konnten nämlich Spenden ausreichen, die ihr letztlich geleistet habt, letztes Jahr auf der Musikmeile. Die Musikmeile kann ja in diesem Jahr nicht stattfinden, aber im letzten Jahr gab es die Soli-Button-Aktion und viele Bettburgerinnen und Bettburger waren bereit, diesen Soli-Button zu kaufen und damit eben auch eine Spende zu leisten. Zwei Dinge sind jetzt daraus geworden, für die haben wir uns entschieden. Das erste ist eine Spende, die ging an das Deutsche Rote Kreuz hier und die Ortsgruppe in Bettburg. Herr Fuchs. Ja, vielen Dank Bettburg. Danke für die Spende. Wir sind froh, dass wir jetzt diesen ID nutzen können. Wir hoffen, wir werden ihn nie nutzen. Defibrillator rettet natürlich Menschenleben. Ich kann mich da nur anschließen. Hoffentlich müssen wir ihn nicht einsetzen. Hoffentlich müssen die Kolleginnen und Kollegen den nicht einsetzen. Aber es ist gut, dass er da ist. Und dann hat sich Mia bei uns gemeldet. Mia steht hier hinter mir und hatte eine ganz tolle Idee. Denn Mia hat gesagt, wir müssten vielleicht mal irgendwie was für Kinder machen und hatte die Idee, dass wir ein Kinderkino initiieren. Und der zweite Teil des Erlöses aus diesem Soli-Button, der geht letztlich an Mias Idee. Sie wird natürlich an dem Abend auch unser Ehrengast sein. Sie wird auch unser Ehrengast sein, wenn die Känguru-Chroniken am 7. August hier über die Großleinwand flimmern. Aber danach werden wir für die Kinder hier in unserer Stadt einen schönen Kinoabend vorbereiten. Und das ist Mias Idee und deswegen hat sie von uns noch ein kleines Dankeschön heute bekommen. Sie nimmt die 200 Euro nicht mit nach Hause. Sie musste sich mit einem Beutel samt Inhalt zufrieden geben. Aber ich finde es ganz großartig, dass eben auch die Kleinsten in unserer Stadt sich an solchen Ideenwettbewerben beteiligen. Und ich finde die Idee einfach super. Ich freue mich jetzt schon auf den Kinoabend. Ich glaube, ich komme auch.
Preis, der geht heute an die gerade gesehenen Beteiligten oder Empfänger unserer Spendenaktion. Der Gruß des Tages geht an unsere Einheit des Deutschen Roten Kreuzes hier in Bedburg, die in vielerlei Hinsicht hier schon auf dem Einsatz waren. Hoffentlich müssen sie den Defibrillator tatsächlich nirgends einsetzen. Und der Gruß des Tages geht auch an die liebe Mia. Mia, nochmal herzlichen Dank für deinen Einsatz und für die Idee, eben ein Kinderkino zu initiieren. Ich freue mich, wenn wir das bald umsetzen können gemeinsam. Und an dieser Stelle verbleibt mir dann wie immer zu sagen, passen Sie auf sich auf, achten Sie bitte auf Ihre Nachbarn, gucken, ob da alles in Ordnung ist und vor allem bleiben Sie gesund. Wir hören uns morgen wieder.